Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV, hier heute Abend wieder aus Anacapulco. Der erste Tag ist um und ich habe wieder Philipp heute neben mir, wir sind heute im Partnerlook. Auch nochmal vielen Dank an Martin für die T-Shirts und wir wollen uns einfach mal drüber unterhalten, was wir heute so erlebt haben, wie der Tag war und wie es so weitergeht. Philipp, wie hat es dir heute gefallen? Sehr gut, bevor wir zum Inhaltlichen kommen, vielleicht nochmal ein Gruß an Martin Mokzarski für die T-Shirts. Ich habe das den ganzen Tag heute getragen und habe von, ich würde sagen, also bestimmt 10, 15 Leuten sofort eine Rückmeldung bekommen. Alle haben gesagt, boah, was für ein geiles T-Shirt, total cool, I love your shirt, wie Amerikaner halt so sind. Also von daher nochmal ganz großen Gruß an den. Toll gemacht, alle lieben diese T-Shirts. Beim nächsten Mal solltest du definitiv hierher kommen, die verkaufen, kommt super an. Jetzt zum Inhaltlichen. Wir haben noch nicht so viele Talks gesehen, da war jetzt noch nicht so viel dabei, also ich hoffe, das Beste kommt noch. Und bei dir? Also ich muss sagen, bei mir ging es eher darum, um die Leute ein bisschen mich mit denen zu unterhalten. Also ich habe mich ein bisschen länger mit Lauren Thasser unterhalten, die war super lustig, sich mit ihr zu unterhalten, mit Luke Rudolski. Mit wem habe ich noch kurz mich unterhalten? Mit Sascha Daygamer habe ich mich unterhalten, was hat er gesagt? Anarchy and Dating. Also ich will mal sehen, dass ich ihn diese Tage auch vor die Kamera kriege. Also Lauren Thasser wollte heute nicht vor die Kamera, weil sie ein bisschen aufreizend angezogen war. Habe ich gesagt, okay, bleibt genau so. Das gibt Klicks. Also mal schauen, was sie morgen anhat. Ansonsten habe ich ein Interview gemacht mit Julia. Das wird jetzt gleich hochgeladen, auch noch vor diesem Video hier. Und ansonsten muss ich sagen, also ich hätte eigentlich mehr erwartet, dass hier mehr Leute kommen. Also ich glaube, schätzungsweise so 200-300 Leute, vielleicht kommen jetzt noch ein paar dazu. Jetzt ist ja, glaube ich, am dritten oder vierten Tag ist Cryptoculpo, wo es dann wirklich nur um Cryptocurrency geht. Ich denke mal, da wären es dann nochmal locker ein paar Leute mehr. Ja, hoffentlich, ne? Also bisher ist es schon eine gute Konferenz, keine Frage, aber da ist auf jeden Fall noch Platz, da ist auf jeden Fall noch Luft, da können auf jeden Fall noch ein paar Leute hinkommen. Und ja, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Die Talks bisher waren nicht so überzeugend, aber es geht natürlich auch um die Leute, die man hier trifft. Da sind sehr viele coole Leute, beispielsweise Alena von Satoshi Labs ist auch hier, dann Pavel Luptak von Paralelnipolis aus Prag ist auch hier, diverse weitere Leute, Julia Borowski, wie du es... Borowski heißt sie, ne? Ich glaube schon. Die ist auch hier. Also viele interessante Leute, die man kennt oder auch neue Gesichter. Auf jeden Fall alle cool, alle anarchistisch drauf und das ist natürlich das Wichtigste. Darum geht es natürlich. Jeffy Tucker habe ich noch kurz die Hand geschüttelt. Den finde ich auch ganz gut. Mal schauen, dass ich den auch mal vor die Kamera kriege. Und ansonsten, was ich eigentlich gestern schon erzählen wollte, wir haben gestern einen am Pool getroffen, der hatte 15.000 Bitcoins und hat die dann halt alle nicht richtig abgespeichert, hat da ganz viel davon verloren, irgendwie sein PC wurde gehackt und so. Also der ist, glaube ich, zu 1-2 Euro eingestiegen oder so und hatte richtig, richtig viele Bitcoins. Ich glaube noch viel weniger. Ich glaube, das wäre 20 Cent oder so. 20 Cent, ja, okay, klar. Wenn 1 Euro 15.000 Euro, ich glaube, der ist nur mit ein paar tausend Euro eingestiegen und der hätte er 15.000 Bitcoins, wäre da jetzt, hätte er 15 Millionen Euro oder sogar noch mehr, wenn man, ich glaube, der Kurs, der hatte jetzt vor 2 Tagen, hat er den... 18 Millionen Euro wären es heute. Stand heute 18 Millionen. Ja, der Kurs hat ja vor 2 Tagen seinen All-Time-High erreicht bei 1200 Euro oder was war das? Jetzt ist er ein bisschen wieder eingebrochen, aber wie auch alle hier bin ich immer noch sehr bullish bei Bitcoin. Also da wird es noch weiter nach oben gehen. Und wo ich welche Cryptocurrency ich auch super spannend finde, ist Dash. Da wird diese Tage wird auch Amanda Johnson, das Dash oder The Dash Girl, wird den Vortrag halten. Mal schauen, ob ich mich auch ein bisschen mit ihr über Dash unterhalten kann. Philipp, willst du noch was sagen? Nö, ich bin fertig. Vielen Dank. Ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Mal schauen, wen ich vor die Kamera zehre. Also, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt unten gerne in die Kommentare rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.